Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Smaragd. Anscheinend läuft alles flüssig, also werde ich den Part einfach so weiter aufnehmen. So, gut, machen wir mal weiter. Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht? Nein, wir kennen dich echt nicht. Noch kennen wir dich nicht, aber bald kennst du uns, Angelo. Und dann, oh nein, Angelo, warum tust du mir das an? Hier, Kugelsaat, Alter. Oh, Platscher. Platscher tut mir aber nichts. Also gebe ich die Kugelsaat ab. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt auch mit nur einem Absorber hin, oder? Genau, die machen ja 15 Schaden. Also sollte das kein Problemchen sein. Können wir auch noch unsere KPs zurück hochheilen. Das ist ja das Geile an Absorber-Pokémon. Da haben wir jetzt ja insgesamt 3 Absorber-Pokémon, Alter. Was mir halt auffällt, wir haben auch 2 Pflanzen-Pokémon. Das ist eines ist halt Pflanzenwasser, was noch cooler ist. Nämlich unser... Du Turzel? Oh Gott, diese Namen, die mir nicht einfallen, Alter. Ich muss echt alles mal nachspielen, echt mal hinterherkommen hinter den Pokémon-Namen. Das ist echt ein bisschen peinlich, muss man echt mal so sagen. Das erstaunt mich fast schon, aber wir benutzen nicht Erstauner dafür. Die schlechten Witze von Mio. So, das ist auch sehr effektiv. Hat genau ausgereicht. Nice. Darauf trinken wir doch ein, oder? Und Level Up. Darauf trinken wir erst recht ein. Prost! Super, ich habe es nicht mal 2 Minuten die Aufnahme geschafft. Ohne zu trinken. Wow. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht. Aber, ach Mist. Tja, Angelo. Über das Angeln habe ich glatt das Training meiner Pokémon vergessen. Ja, du hast ja nur die Carpados. Wir gehen also erstmal hier entlang. Ich weiß nicht, ob da was ist. Aber wir sind in Metaross City. Oh, die Musik, die ist sowas von cool. Oh, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Die Musik ist so atmosphärisch und cool. Nein, geh nicht weg. Bleib. Metaross City. Diese Stadt steht im Zeichen der Integration von Natur und Wissenschaften. Das wäre es mal, wenn in unserer Welt das auch mal geben würde. Einfach eine Integration mit der Natur. Wow, du hast ja auch ein Pokémon dabei. Wenn ich größer bin, werde ich auch immer Pokémon dabei haben. Wenn ein Pokémon Erfahrung im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Pokémon verändert sein Aussehen? Das ist über die Wächts Tod erschrocken. Na, das tun sie. Wir haben es ja schon gesehen. Ja, gesehen. Wir werden hier einfach alles trotzdem Stück für Stück erstmal erkunden. In aller Ruhe. Die Angestellten der Devon Corporation leben in diesem Haus. Hallo, Eneko. Schade, wir können nicht meinen Kühlschrank plündern. Was ist das bitte schon für ein Pol? So. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Mein Papa hat dies gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen, daher schenke ich es dir. Ein Premierball. Was war denn das nochmal? Das war so ein spezieller Ball. Ohne spezielle Fähigkeiten, oder? Oder war der doch für spezielle Sachen? Mit einem Ball als Rill. Ja. Einfach nur halt, um einen geilen Ball zu haben, anscheinend. Für lange, lange Zeit war Devo eine kleine, überschaubare Firma. Ja, damals war das noch klein und gut. Ja, und dann wurde alles schlecht. Mann, man hat den aber echt weit raushören gesehen. Raushören, rausgehört, meinte ich. Hallo. Der Präsident von Devo sammelt auch leidenschaftlich gerne seltene Steine. Ich glaube, der Sohn des Präsidenten sammelt auch seltene Steine. Warum auch immer ich die Französisch ausspreche, ich weiß nicht. Schnösel. Keine Ahnung, sieht so aus. Oh, ich bin so vorurteilsbelastet. Aber wie soll man sonst ein Pokémon LP spannend gestalten, ne? Wie soll man sonst tun? Der alte Seebär, Mr. Bragg, lebt in einer Hütte am Meer. Er geht ja auf den Tunnel spazieren. Ah, das ist schon die Vorlage für uns. Diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer.
Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM gut umgehen wirst. Kein Grund, so schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. Natürlich VM01. Die sinnvollste VM, die es überhaupt gibt. Diese VM, sie enthält Zerschneider. Eine VM ist eine Attacke, die auch außerhalb des Kampfes von einem Pokémon angewandt werden kann. Jedes Pokémon, das diese Attacke gelernt hat, kann Bäume damit zerschneiden, wenn der Trainer den Steinorden besitzt. Und im Gegensatz zur TM kann eine VM mehrfach gelehrt werden. Das haben sie zum Glück später gut geändert. Na gut. Wir müssen langsam überlegen. Ja, die Überlegung ist jetzt eindeutig gefallen. Könnten wir das theoretisch verkraften, Aces zu geben? Andererseits möchte ich schon gerne die guten Attacken haben, andererseits weiß ich nicht, ob ich immer einen VM-Sklaven dabei haben möchte. Als sie die Stadt Meteoros City vergrößert haben, hat mein Vater ihnen geholfen. Den Pokémon fällten die Bäume mit Zerschneider. Andererseits denke ich mir, wir werden auch genügend Pokémon fangen. Da können wir doch theoretisch einfach ein paar Sklaven-Pokémon. Na, wobei, ist das so respektvoll? Ach, ich werde es mir dann erst überlegen, wenn es soweit ist. Pokémon-Trainerschule. Wenn ich an diese Schule gehe, werde ich später seltene Pokémon fangen können? Ja, wer weiß man nicht. Eigentlich gab es auch Leute, die ohne die Schule klarkamen. So ist das nicht. Weißt du das schon? Du kannst auch an 2 gegen 2 Kämpfen teilnehmen, wenn du allein unterwegs bist. Bist du auf 2 Trainer und hast mindestens 2 Pokémon dabei, wenn sie dich beide herausfordern. Finde es total cool, wenn man alleine 2 Trainer besiegt. Meinst du nicht? Na gut, ne? Ich muss mal ein bisschen den Sound runterdrehen. Ich habe den Arenaleiter herausgefordert, aber es ist nicht einfach, mit meinen Feuer-Pokémon zu gewinnen. Feuer-Pokémon haben keinen guten Stand gegenüber Gestein-Pokémon. Das Lustige ist ja, dass der Feuerstatue Flammy da sich weiterentwickelt hätte und eine Kampfattacke erlernt hätte. Pokémon Trainerschule, wir bringen dir alles über die Pokémon bei. Deswegen hat man in der Zwischenzeit halt alles dafür getan, dass meistens die Schwächen gar nicht mal so schlimm sind. Ist ja meist am Anfang viel schlimmer. Wer magst du wohl sein? Ein neues Gesicht in dieser Gegend. Bist du gerade in die Pokémon Trainerschule gekommen? Und wir sollten hier so ein bisschen rein in... Waren wir da schon? Was ist der Schneider? Nee. Also gehen wir mal da mal rein. Ach ja, die Musik. Hallo? Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Ich glaube, das war ein Bild Maxilli. Ich will mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Scott. Ich reise durch die Lande auf der Suche nach herausragenden Trainern. Genauer gesagt bin ich auf der Suche nach Experten des Pokémonkampfes. Was machst du in dieser Trainerschule? Bist du auch ein Trainer? Als erstes solltest du einem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen. Und wenn ich mich recht erinnere, besitzt einer an diesem Ort Zerschneider. Ja, das weiß ich. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Ja. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, wird sich selber heilen. Es gibt viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, ist also alles schwer zu merken. Das ist das Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokébällen gefangen. Bis zu 6 Pokémon können den Trainer begleiten. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, sie aufzieht und mit ihnen kämpft. Die Aufgabe eines Trainers ist es, die starken Trainer, die ihn in den Arenen erwarten, zu besiegen. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Weißt du, wie man mit einigen Pokémon-Attacken einen Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selber verletzen, ohne es zu wollen. Aber sobald es aus dem Kampf genommen wird, ist es wieder normal. Ich wollte schon immer eins am Wurzel haben und endlich habe ich eins. Was haben wir? Auf der Tafel sind Statusveränderungen. Nein, das braucht keiner zu wissen. Ich guck mal ein bisschen rum, ja. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen meine Flinkklaue zu spüren. Wie du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Oh, Flinkklaue bekommen wir. Das ist... Oh. Ja, du gibst mir eine Flinkklaue. Das ist perfekt. Aber mein langsames Pokémon. Oh, was ist denn unser langsamstes Pokémon? Ich kann mir vorstellen, dass es Nido ist. Initiative 13. Traster ist ja recht langsam. Und das finde ich ein bisschen komisch, wenn... Weil ich da irgendwie noch immer aus der ersten Generation komme, wo ich ja sonst eher so kenne, dass er eher so
die Psycho-Pokémon, die schnellen Pokémon sind. So, natürlich austauschen. Kann Ice Dreams manchmal ganz schnell sein. Ein Pokémon, das die Flinkklaue trägt, steigert seine Schnelligkeit und greift eventuell schneller an als sein Gegner. Es gibt noch viele andere Items, die von einem Pokémon getragen werden können. Du kannst also noch viel lernen. Ja, eine Flinkklaue kann dabei echt hilfreich sein. Manchmal, gerade bei langsamen Pokémon. Gerade wie unserem Trassler. Also Ice Dream. Der Lahmarsch. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Begabung, die es einsetzen kann. Pokémon sind sehr seltsame Geschöpfe. Wieso sind seltsam? Sie sind cool. Wieso benutzt du seltsam? Hier war ja auch was. Oh, jeden Tag wird es schwer. Was so schwer ist, das fragst du noch, was ich jeden Tag kochen soll. Natürlich, es ist nicht einfach, jeden Tag eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Ich fand's immer einfach. Oh, hallo, willkommen im Hause Schläfer. Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Hast du jemals auf ein Kind aufgepasst? Weißt du, ich bin noch ein junger Vater und ein Kind zu haben ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich habe ein Problem, meine Tochter Tapetra lacht so selten. Vielleicht lacht sie ja für mich, wenn ich ihr etwas Lustiges erzähle. Fällt dir nicht etwas Lustiges ein, das ich ihr sagen könnte? Natürlich die Worte. Abracadabra. Buh. Verstehe. Komm, versuchen wir es einfach. Abracadabra, du. Sie lächelt noch nicht einmal. Vielleicht ist Tapetra ja einfach nur ein sehr ernstes Kind. Na gut, ich glaube aber, ein paar von euch wissen vielleicht den Coach. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, ich werde jetzt mal nicht selber nachgucken, sondern ich werde euch jetzt mal dazu die Möglichkeit geben, mir zu zeigen, dass ihr auch hinterherkommen könnt und mir zeigt und sagt, wie man das hinbekommt. Meinen eigenen Pokémon habe ich perfekt passende Kursnamen gegeben. Das ist ein Ausdruck von Originalität. Genau, Originalität. Pikachu. Ein Pikachu einfach Pikachu zu nennen? Ist auch Ihnen nicht gerade vom Hocker. Ich glaube ja auch, man sollte einen leicht verständlichen Kursnamen wählen, aber irgendwie. Mein Pikachu, Alter. Pikachu, Pika, Pika. Naja. Haben wir schon. Ja. Was mir halt auffällt, ist, dass natürlich das Erkunden hier echt lange dauert. Felicia, die Arena-Leiterin weiß wirklich eine Menge über Pokémon. Und sie ist sehr stark. Die Trainerschule ist heraufragend. Wenn du dort lernst, kannst du später sogar Arena-Leiter werden. Okay, das wäre ja was für uns, oh ja. Das denkt man sich so einfach an. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schneller. Aber wenn dir Orden von bestimmten Arenen fehlen, würdest du eventuell nicht gehorchen. Oh. Hast du schon die Herausforderung der Pokémon-Arena angenommen? Ich glaube, wenn sie den glänzenden Orden der Arena in der Hand halten, wird den Trainer klar, was von ihnen verlangt wird. Jo, das weiß man. Wie, mein Pokémon ist niedlich? Sicher, das weiß ich doch. Aber ich weiß auch, dass ich es gerne mit dir tauschen würde. Ich gebe dir meinen Salmurzel, wenn du mir einen Tösser gibst. Nie im Leben. Nie im Leben. Nie! Mein neues Trieb gehört nur mir. Willst du dich tauschen? Kein Problem. Aber ein Pokémon ist wirklich niedlich. Nein, das ist nicht. Das weißt du schon. Nein, das ist nicht. An allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Ich finde das faszinierend. Da brauche ich alle möglichen Orte. Ich kann auch nicht lesen. Und so, ich lese so im Halbschlaf gefühlt manchmal. Devon Corporation. Alles, was man im Leben braucht. Wir stellen es her. Auch Glück? Auch eine Beziehung? Keine Ahnung. Hey, diese Turbo-Treter, die haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eines unserer Produkte benutzt. Willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. In diesem Schaukasten sind Steine und Metalle ausgestellt.
Da ist ein kleines Schild, auf dem etwas geschrieben steht. Die Devon Corporation begann ihre Erfolgsgeschichte mit der Verarbeitung von Steinen aus Steinbrüchen. Außerdem verarbeitete sie Eisenspäne, die man im Sand finden kann. Die Verarbeitung von Rohmaterialien war nur der Anfang. Heute stellt Devon eine große Anzahl von Industrieprodukten her. Okay. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Und du bist nicht autorisiert. Du bist vielleicht autorisiert zum LPen, aber nicht da reinzugehen. Noch nicht. Haben wir hier? Ist da auch was versteckt ist? Wer weiß. Kann man ja rumprobieren. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche versteckten Items verpasst, aber das ist ja auch recht normal bei mir. Tunnel zur Abkürzung steht für zur Vorfertigstellung. Er steht auf dem Schild, aber drüber wurde ein X in roter Farbe gemalt. Und dann haben wir auch. Sind wir auch hochgeheilt? Nein, warum? Alter, Hauptsache, wir haben alle Sekunden bis auf den Markt und Pokémon Center. Machen wir dann auch einfach mal. Eine kleine Einkaufstour und Erholungstour. Der Mann nebenan hat mir eine VM gegeben. Ich habe meinen Pokémon beigebracht, damit kleinere Bäume zu zerschneidern. Mein Pokémon hat ein naives Wesen und das meines Freundes ein fröhliches. Es fasziniert, dass Pokémon unterschiedlichste Persönlichkeiten haben. Stimmt, das wollte ich eigentlich auch nachgucken. Leider kenne ich mich von der... Leider kann ich es noch nicht auswendig, was welches Wesen nochmal was bewirkt, leider. Aber, vielleicht werde ich das irgendwann mal in Zukunft... Es gibt männliche und weibliche Pokémon. Niemand kann sagen, worin der eigentliche Unterschied liegt. Eigentlich nur, dass sie männlich und weiblich sind. Männlich. Das ist der Unterschied. Du Schlaukopf. Das ist der Unterschied. Was haben wir hier? Robustes Wesen von Nido. Okay. Aha. Tanja ist wild. Mild, meinte ich. Mhm. Ashley ist forsch, aha. Naimi ist kauzig. Und es ist pfiffig. Also zum Teil mag das schon in einer Richtung immer passen. Natürlich nicht ganz, aber zum Teil. What the fuck? Was? Robust? Nido? Ja. Mild? Tanja? Nee. Forsch zu Eis? Ja, kann man sagen. Kaut sich zu Leimli? Ja, nee. Pfiffig zu Ace passt. Ja, irgendwie sind leider doch die Dinger nicht so passend. Aber, ja, ne? So, gehen wir noch einkaufen. So. Das fehlt ja uns noch. Mein Pokémon hat sich entwickelt. Es hat jetzt sehr viel KP. Ich sollte nun einige Supertränke anstelle der normalen Tränke kaufen. Na gut. Ich habe einige Paraheiler und etwas Gegengift gekauft. Auf jeden Fall, dass mir ein Knilz im Blütenburgwald über den Weg läuft. Ich habe ein Fluchtteil besorgt, falls ich mich mal in eine Höhle verlaufe. Damit kann ich zurück zum Eingang der Höhle gehen. So, willkommen. Was haben wir alles als Möglichkeit? Wenn dann nur... Haben wir schon mehr als genug Gebälle. Und dann kaufen wir einfach drei Supertränke. Das reicht dann vollkommen aus. Mehr braucht man nicht. Was machen wir? Komm. In diesem Part schaffen wir es eh nicht in Richtung der Arena. Dann werden wir einfach mal oben noch alles erkunden. Das ist ein Bereich, welches übrig ist. Route 115. Höhenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt. Naja, angespannt nicht. Super, 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 super! So sieht's eigentlich zu uns aus. Super, 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 na! Nicht schon wieder zu haben. Das ist eine Höhlentour in Pokémon. Route 115, Metaross City. So habe ich bisher nur die Höhlentouren empfunden, auch in Pokémon. Und das so empfindet es, glaube ich, jeder. Zuma, nicht schon wieder Zuma. So, Arena. So. Pokémon Arena von Metaross City, Leiterin Felicia. Gesteinliebhaberin und ihre Schüler. Wen haben wir vorne? Nach Nido, das passt. Und danach halt Ace. Und wenn dann noch Limey. Und dann passt das auf jeden Fall. Dann haben wir die Arena sehr locker durch mit unseren Typen. So. Hi, wie geht's? Hör zu, mein Freund. Würdest du gerne Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht.
aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also abgemacht, wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln, habe ich recht? Aber die Arenaleiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir einen Experten-Tipp geben. Für diese die Arenaleiterin setzt Gestein-Pokémon ein. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du die Arenaleiterin besiegt hast. Dann zeig, was du drauf hast. Pokémon Arena von Multaros City. Und ich sag doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Pokémon Smaragd. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und man sieht sich beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao.